Werden wir ja sehen. Wenn nicht, ja, die Admins dürfen schon im Bett sein. Hallo und willkommen zurück zur neuen Folge von Scum. So, also wir sind auf der Suche der Bunkeranlage, die es hier gibt. Dann noch nicht. Aber ich glaube, die liegt weiter landeinwärts. Was? Die war zu Witwe noch nicht im Bett. Ah, okay. Die ist nur abwesend. Aber die ist noch im Spiel drin. Also ich bin den ganzen Tag abwesend, wenn man so will. Also ist die Karte, die ich habe, ist so ein bisschen ungenau. Ich kann also nicht ganz genau sagen, wo die Bunkeranlage ist hier in dem Sektor. Die müsste aber eigentlich zu unserer Rechten liegen. Wir müssten dann gleich auf eine Straße treffen. Ganz nah der Mauer. Also wir müssen noch ein Stück laufen. Wie ihr seht, also normalerweise kennt man das, ich mache mal die Karte auf, ne? Dass halt irgendwelche Hochstände, Weltkriegsbunker, irgendetwas. Gut, Weltkriegsbunker wollten wir heute nicht machen mit euch, einfach aus dem Grund, wir haben das ja zum Ende der letzten Staffel, haben wir ja Bunker für Bunker abgeklappert. Klar hat das neue Gebiet auch wieder Weltkriegsbunker, aber... wir wollten jetzt nicht damit weitermachen, womit wir bei der letzten Staffel aufgehört haben, sondern wirklich euch die Toys zeigen. Und dazu gehört ja dann ganz klar der Bunker. Ich bin am Verhungern. Wie sind denn die Werte? Natürlich. Ja, der verhungert ja immer. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Zucker und ein bisschen Eiweiß. Ne? Aber er verhungert. Zucker. Total. Zucker habe ich. Ich habe ja hier... Ich habe ja noch Karamellbrause. Ich habe auch eine Packung Zucker dabei. Ich habe Zucker. Der zeigt mir gerade an, ich habe ein Viertel getrunken. Dann setze ich die Flasche ab, dann zeigt er an, ist noch 19 von 20 drin. Das passt nicht wirklich, oder? Also irgendwie ist das momentan wieder ein bisschen buggy. Ich trinke jetzt mal 50%, mal gucken, wie viel dann noch drin ist. ...18 von 20. Das ist doch Schwachsinn. So. Ich die Straße nicht sehe. Die kann doch so nicht, so nah nicht an der Mauer dran sein. Ah, da unten ist sie. Gut, dann müssen wir jetzt nach rechts halten. Weil ich denke, dass der Bunker hier rechts von uns ist. Ganz in der Ecke von der Karte.
Also es gibt keinen Ort hier in den Müll. Kann ich mal pinkeln. Ich trinke mal wieder. Das scheint irgendwie momentan buggy zu sein, das Trinken. Aber auch nur bei dir. Ja, vielleicht. Auch nämlich nur D. Ja, D brauche ich auch. Hm, 16. Ich hoffe, wir laufen jetzt in der richtigen Richtung. Ansonsten spulen wir einfach die Zähne wieder nach vorne. Mal gucken, wo wir sind. Na doch, wir müssten aber in der Nähe von der Bunkeranlage sein. Gehen wir auch rein in den Bunker? Oder lieber nicht? Ist mir eigentlich egal. Bin ich ganz vorsichtig. Ich habe jetzt schon die Waffe kontrolliert. Und schusssichere Weste und Helm habe ich auch schon an. Er hat den Bomber richtig schön in Visier. Das wäre ein richtig geiler Schuss geworden. Ein Schuss, pam, tot. Und dann klick. Ich drücke nochmal klick. Ich denke so. Fuck. Und dann bam. Ich tot. Also jeder der neuen Sektoren hat auch einen Bunker. Generell. Da ist er auch, links von uns. Wobei wir ja nicht in der Hardcore-Woche sind, das heißt, da sind jetzt nur Bomber-Zombies. Oh, ist aber ein großer. Und keine Mechs. Weil ich hier so einen Bomberzombie zum Beispiel auch nicht sehe. Hier sieht sogar recht zombielos aus. Ich bin voll mit Metall. Hätte ich gleich mal wieder Metall wegschmeißen müssen. Das sehe ich jetzt schon. Ich gehe mal auf den Turm rauf. Also ich sehe nicht einen Zombie in der Umgebung. Ich bin mal gespannt, ob ich von oben einen sehe. Also auf den Türmen findet ihr auch immer Loot. Also es macht auf jeden Fall immer Sinn, auch auf die Türme rauf zu gehen. Da findet ihr eigentlich fast immer Muni. Wie ihr auch seht, hier auch. 30er, 22er. Nichts, was wir jetzt direkt gebrauchen können, aber immerhin. 22er ist nämlich vom Durchschlagskraft einfach zu schwach. Es gibt ja 22er, die Hunter. 22er Gewehr, aber man macht da nicht wirklich Schaden mit beim Gegner. Aber erst den unteren Teil vom der Bunkeranlage looten gehen. Können wir machen. Da unten ist also auch das Tor, sehe ich. Ich bin nur echt verwundert, dass hier nicht ein Zombie ist. Ich habe so die böse Vermutung. Ja, schon wieder jemand davor gekommen ist. Die böse Vermutung, dass das alles gleich respawnt und wir mitten in einer Zombie-Horde stehen.
Komm, Basie. Willst du ein Basie? Ist mir egal. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben das Schwert. Genau. Lea, gehst du auch irgendwas looten? Du stehst da durch die Gegend rum? Ja, ich hab grad was geguckt. Mhm. Geld! Ja, siehst du. Oh, ein Weihnachtspullover habe ich gefunden. Den nimmst du aber bitte mit für Weihnachten. Na gut. Papa! Ja, ich nehme ja mit. Alles gut. Na, Cheesepulver lasse ich aber hier. Haben wir schon einen Hund von. Man kann sich ja jetzt auch eine Werkbank selber bauen. Das konnten wir bisher nicht. Das ist auch neu. Das heißt, man kann sich also tatsächlich in einer eigenen Base, also auch für die Pumpe Munition bauen. Was ja sinnig ist. Sie ist zwar nicht so effektiv wie die Originalmunition, aber es ist Munition. Ja, also man hat wenigstens Munition, aber von eine vernünftige Waffe, mit der man also auch vernünftig Schaden macht und von daher, also wenn ihr Scum mal spielt, sucht euch immer eine Pumpe, egal in welcher Art und Weise. Das ist eigentlich immer so eine gute Anfängerwaffe und auch für später noch. Ah. Soweit zum Thema Pumpe, gleich Munition gefunden. Und ich habe sogar noch Platz auf dem Stack dafür. Eine Fackel auch gleich. Auch gut. Ganze Treppensteigen habe ich irgendwie. Luftröhre auf der anderen Seite hängen. Dann japsen wie ein Japse. Entschuldigung für den Spruch. Mehr Pump-Munition. Sehr schön. Habe ich noch einen leeren Stack? Nein. Ach, du brauchtest doch eben 45er Munition. Brauchst du immer noch 45er Munition? Ja, der Annalea? Alea? Ja! Brauchst du immer noch 45er Munition? Ja! Gut, warum gehst du nicht hoch? Ich habe nämlich ein Stack für dich. Muss man nicht verstehen. Hast du die Autos und die Fahrzeuge hier auf der Straße alle schon gelootet? Nein. Aber das Häuschen hier hast du gelootet. Die Tür steht ja offen. Also ich habe nochmal 5 Schuss für die Pumpe gefunden und ich habe 45er Munition für dich. 21 Schuss hat sich gelohnt. Da. Bitte. Na, das ist doch mal cool, oder? Yep. Das hat sich doch direkt gelohnt. Oh, hier sind Militärkisten. Hast du die schon gelootet?
Ein Piratenhut. Yeah. Ah, wieder 30er Munition und 22er Munition. Also irgendwie scheint das ein Favorite hier auf den Surfer zu sein. Gummiband. Oh, wieder eine Bleiplatte. Ah, unsere Freunde respawnen. War gerade. Das kann die ganze Zeit. Ich denke, das ist ein Bunker. Ah, okay. Hab den Rucksack schon voll. Mit Metall allerdings. Okay, so, wir haben doch schon drei Rucksäcke oder so ein Metall. Brauchen wir noch Gummibänder? Oh, ich habe schon wieder Geld gefunden. Hallo. Gummibänder kannst du mitnehmen, ja. Ja, ich habe jetzt den Metall mitgenommen, einfach nur, damit der Rucksack voll ist. Und wenn ich jetzt was anderes finde, dann fliegt das Metall wieder raus. Weil Draht zum Beispiel können wir besser hier brauchen. Brokkoli. Ah, der hat K. Juhu. Das ist vielleicht der K, der mir noch fehlt. Was für K? Hast du K voll? Dann ja. Dann lass fallen. Ja, alles klar. Ja, auch gut. Also ich sag mal, Bleiplatten zum Beispiel kannst du auch auf jeden Fall mitnehmen, weil Blei brauche ich für Munition zu bauen, ne? Mhm. Okay. Der Bunker selber hier. Dann gehe ich nochmal. Ach, gegenüber im Haus warst du schon drin. Mhm. Ja, dann gehen, gucken wir mal, was in dem Bunker so abgeht. Oh. Da liegt schon eine Hunter davor. Also ich glaube, es war wirklich schon jemand hier, weil so eine Hunter liegt normalerweise nicht einfach auf dem Boden. Die Tür hinter uns zu, ne? Thank you.
Für das da draußen nichts war, war hier drinnen aber sehr viel. Jetzt auf einmal. Jetzt können wir mal verraten, warum meine Waffe jetzt schon wieder. Anscheinend war sie schon wieder leer in der kurzen Zeit. Da wir ja keine Ohren mehr sammeln müssen, nehmen wir die natürlich jetzt nicht auseinander. Ich habe was Sachen gehört draußen. Ja. Jetzt ist auch der Bomber respawned. Ich habe ein verletztes Bein. Ich habe wohl noch 55% Lebensenergie. Ist nix. Ah, das ist wieder Pumpenmunition. Alles leer. Mhm. Ah ja, jetzt sind die Zombies draußen respawned. Na super. Oder hier drinnen. Kann ja auch sein, dass der hier drinnen ist, der Zombie. Der Bomber-Zombie. Haben wir ja auch schon öfters drinnen Zombies gehabt. Safety Pins. Aha, da kriegen wir wieder Besuch. Noch einer. Wieder verarzten. Dann nehmen wir einen Notverband raus aus seiner Verbandstasche. So. Bei 56%. Hat nichts Besonderes bei. Da geht's noch tiefer runter. Schützt du meinen Rücken, wenn ich hier loote? Ja. Das klingt nämlich alles sehr nah. Das ist alles hinter den Türen hier. Uäh! Wie viel Muni hast du? Hier geht's hoch. 1, 2, 3 Magazine. Okay. Für die
dachte, hat jemand seinen Quad versenkt. Rest in peace. Warte mal, ich gucke mal, ob in der Tür rechts auch ein Treppenhaus war. Das ist eine sehr schön. Mach das, also ich mich gar nicht erst dran. Ich tue den Rest. Ja, mach das. Aber da hat auch einer geschrieben, dass er schon, dass sie schon die einen Bunker gelernt hatten. Ich weiß aber nicht mehr welchen. Karte, aber die brauchen wir ja nicht. 16, 64%. Na, das lohnt sich. Cool. Ach, da ist auch noch eine Waffe hinter dir. Ah, die hat nur 30%. Okay. Und sonst hast du alles schon leer gemacht? Ja. Erst nach oben gehen, bevor wir die Schiebetür öffnen. Also ja. Ist der Gang auf jeden Fall geklärt. Erstmal. Oh, ich bin am Bluten. Warum ich jetzt schon wieder blute? Einmal, wenn man schwer verletzt ist, ne? Hast du hier schon durchsucht? Ja. Prozent. Ach, da war Draht drin. Nee. Das wollte ich doch. .357er Munition. Sehr gerne. Ich habe erstmal Metall loswerden für. Und ein 81er Bajonett auch sehr gerne. Oh, nochmal Pumpenschuss. Auch sehr gerne. So, und ich kann wieder laufen, Maria. Ui. Wenn wir das hier öffnen können. Ja, geht auf. Klo. Klar, auf dem Klo findet man einen Gummi. Ah. Ein Einsatzrucksack. Und was ist das? Eine Regenjacke.
Brauchen wir Batterien? Ich nehme sie mal mit. Oh, ein Notverband. Hat jemand an mich gedacht? Schreibtischer hast du schon, ne? Nein. Oh, okay. Gut, dann habe ich sie jetzt. Oh, wieder die Trische. Aha, eine Sackgasse, das ist gut. Oh, Nägel. Halt, Nägel. Was soll Nägel für mich so wertvoll sein werden? Den Raum kannst du allein machen, der ist ja klein. Oh, ich muss schon wieder pinkeln. Ah, die M16, das hat sich ja schon gelungt. Weil die kannst du auf jeden Fall auf 100% auf reparieren, weil sie über 50% ist. Das hat sich definitiv schon gelohnt. Painkillers, jawohl. Schon mal im nächsten Raum, ne? Ach, das ist derselbe Raum. Oh, grüne Erbsen. Da war doch irgendwas Gutes drin. Genau, da war doch K drin. Wollte doch sagen. Hat zwar keinen Dosenöffner, aber das kommt natürlich mit. Ist nichts mehr. So, wir werden jetzt natürlich weitergehen in den Bunker rein, auf die nächste Etage. Ich habe inzwischen wieder 56%. Ich denke, wir können es noch ein bisschen riskieren, bevor wir rausgehen müssen. Aber das seht ihr erst morgen in der nächsten Folge von Scum. Bis dann. Tschüss.